Grüß Sie, Fräulein Borel. Ist alles gut, Fräulein Borel? Ja. Ja, alles bestens. Na, danke, das sieht vielleicht etwas. Danke, Schatten, Gesundheit. Das sieht man bei Ihnen deutlich. Darum sind Sie ja noch so gut im Schuss, Fräulein Borel. Ne? Sie brauchen heute nicht mehr hier. Es gibt ja kein Fest. Was nicht? Und sollen wir runter? Geburtstag? Es gibt kein Fest. Ah, dummes Zeug. Für was soll man auch ein Fest machen zum 80. Kein Grund zum Feiern. Nein, der Papa hat schon recht gehabt. Er hat eben auch in diesem Punkt recht gehabt. Das Geld soll man ausgeben für Sachen, die wichtig sind und nicht für so viele Fanzen. Ach, wo habe ich jetzt auch die Brüder angelegt? Das habe ich doch gerade mal in der Hand gehabt. Und ich mir pflege die kleinen Brüder. Oh, Mensch, wieder, er zwickt schon wieder. Also, wenn der Roman ins Altersheim geht, jetzt geht der auch noch weg. Der Papa ist weg, der Roman geht weg. Haus, Nebenhäuser und Boden der Liegenschaft zum Rosenberg und das verbleibende Vermögen der Familie Borel im Gesamtwert von Franken 89 Millionen geht nach meinem Tod an meinen einzigen Neffen Georg Borel Junior. Der angestellte Gärtner Roman Rau erhält für seine langjährigen Dienste eine monatliche Rente von Franken 1200 bis zu seinem Lebensende. Darüber hinaus darf er das im Anhang aufgelistete Gärtnerwerkzeug behalten? Ja, und Mona? Wer? Herr Borel fragt nach dem Fräulein Marxer. Wer? Mona, weißt du, Frieda? Deine Grossnichte. Nein, nicht. Ich würde euch der Korrektheit halber daran erinnern, dass Fräulein Mona Marxer nach dem Herr Borel die neue einzige direkte Verwandte ist. Ja, der Georg, das ist mein Verwandter, ja. Ja. Faller, darf ich mir recht kurz... Selbstverständlich. Ja. Bitte. Tade Frieda, los. Der Georg hat da noch ein Anliegen. Ja, mir, also ich, es ist... Lüter! Weisst, wir haben da ein tolles Investment in Aussicht. Das Rorschach unten, ein neues Casino. Haben das schon mal erzählt? Ja, und? Der Georg meint, jetzt, wo alles klar ist, wir haben gerne einen kleinen Vorbezug vom Erb. Nur 8 Millionen. Geduld ist ein Tugend, das euch Jungen abhanden gekommen ist. Könnt ihr nicht warten, bis ich unter dem Boden bin? Was ist denn euer Anstand? Ich habe es gesagt. Komm
wäre noch etwas. Fräulein Borel. In ein paar Tagen hat er euren Rundgeburtstag. Euer Vaterselig hat mir das hier seine Zeit anvertraut. Und wir beauftragen euch das bei dieser Gelegenheit auszuhändigen. Von Papa? Was kann das sein? Alles Gute, Freund Borel. Aber nicht vor dem Geburtstag aufmachen. Ausdrückliche Worte von eurem Vaterselig. Aber nicht vor dem Geburtstag machen. Ausdrückliche Worte von eurem Vater selig. Danke. Oh, merci vielmals. Danke. Sie können ruhig da wohnen bleiben. Guten Morgen, Fräulein Borel. Sie brauchen einen Gärtner, keine Pflegefall. Aber ich zahle doch die Operation. Danke, ich bin versichert. Und überhaupt, in meinem Alter noch mal unter das Messer? Nein, nein. Gestern war definitiv mein letzter Tag hier. Der Rauch geht jetzt zum Alteisen. Die Hüfte sind nicht die einzigen Beine, die rosten. Das Problem ist weiter oben. Fahren Sie mich jetzt oder muss ich ein Taxi bestellen? Wartet Sie. Nein, dann nehme ich. Jetzt? Nein. Machen Sie eine Radarkontrolle. Danke. Willkommen in Sömerli, Herr Rau. Dürer, Heimleitung. Frau Borel, nehme ich an. Fräulein. Oh, pardon, Fräulein Borel. Wollen Sie noch schauen? Fräulein Borel muss sicher noch Kommissionen machen. Die älteste Bewohnerin, Frau Hösli. Grüezi, Frau Hösli. 99, kennen Sie? Unser Aufenthaltsraum. Der Speisesaal ist hier vorne. Zum Mittag essen wir um 11 Uhr. Nachher ist die Zeit.